sehr zu empfehlen. Aber auch das gehört leider zu runden Geburtstagen, dass man auch mal ehrlich miteinander ist und nicht nur lobhudelt. Also sollten wir wohl erwähnen, dass Pünktlichkeit nicht gerade die Stärke der S-Bahn ist. 2023 kam sie ganze 142.000 Mal zu spät oder in rund 40.000 Fällen gleich gar nicht. Und das sind deutlich mehr Fälle als noch im Jahr zuvor. Selbst der S-Bahn-Chef räumt inzwischen ein, die S-Bahn, ihr System, ihre Infrastruktur, die sind ausgereizt, am Limit. Jetzt ist die Frage, wo geht's hin mit dieser 100-Jährigen? Das Berliner Nahverkehrssystem als Forschungsobjekt. Professor Gernot Liedtke und sein Team analysieren es seit Jahren, vor allem um Lösungen zu finden für die Zukunft. Die S-Bahn, auch für die Wissenschaftler, das bewährte Rückgrat des Nahverkehrs. Allerdings mit einem Systemfehler. Durch die Energieversorgung über die speziellen S-Bahn-Stromschienen ist sie kaum flexibel, kann also nicht auf anderen Gleisen fahren. Und das zweite Problem ist, sie hat eine recht geringe Geschwindigkeit, Maximalgeschwindigkeit, aber auch durchschnittliche Reisegeschwindigkeit. Das liegt so bei 36 km/h. Die S-Bahn ist damit doppelt so schnell wie das Fahrrad, aber es ist jetzt nicht ein wahnsinnig schnelles Verkehrsmittel. Und in Kombination mit der Größe der Stadt Berlin ist es halt so, dass man in Berlin sehr viel Zeit benötigt, um von einem Ort zum anderen Ort zu kommen. Zum Beispiel von Adlershof nach Königswusterhausen. Da geht es derzeit nur mit dem Bus voran. Je weiter auswärts das Ziel, umso mehr Geduld ist nötig, nicht nur im Südosten Berlins. Ein Streckenaus- und Neubau soll helfen, die Nord-Süd-Verbindung über den Hauptbahnhof zum Beispiel und bis 2029 die Siemensbahn nach Gartenfeld. Auch Velten, Falkensee und Stahnsdorf könnten mit neuen Strecken angeschlossen werden. Noch wichtiger aber ist den Planern der zweigleisige Ausbau bestehender Verbindungen, um einen 10-Minuten-Takt einzuführen oder zu stabilisieren. Koordiniert wird das von Thomas Dill. I2030 heißt sein Projekt. Doch mit dem Jahr 2030 hat es nicht mehr viel zu tun. Alles dauert länger, als man es sich beim VBB zunächst gewünscht hat. Wie lange? Das kann man mittlerweile gar nicht mehr so genau sagen. Ich würde deswegen darauf eher verzichten wollen, weil Sie wissen ja, wie es insgesamt ist. Viele Baumaßnahmen verzögern sich halt leider und ja, wir sind dran. Mit kurzfristigeren Maßnahmen sollen nun erstmal akute Engpässe beseitigt werden. Wir sind dabei über 30 Detailmaßnahmen. Das sind Abstellanlagen, das sind Ausweichstellen und, die einfach auch mehr Verkehre bei der S-Bahn zulassen, aber auch die Betriebsstabilität deutlich erhöhen werden. Nicht nur das Netz braucht Investitionen, auch der Fuhrpark. Zwar wurde gerade eine neue Zuggeneration ausgeliefert, aber die dringend benötigte nächste Generation ist schon jetzt verspätet. Um die Ausschreibung gibt es juristischen Streit. Wie auch immer der ausgeht, bis zur Übergabe fertiger Züge wird es viele Jahre dauern. Praktische Probleme, um die sich nun Politik und Bahnmanager kümmern müssen. Und die Wissenschaftler machen es ihnen nicht leichter mit ihren Ideen für eine S-Bahn der Zukunft. Ich hoffe, sie existiert so, wie sie jetzt existiert, aber mit einem großen Bruder am Schnellfahrnetz und, wie gesagt, am guten Netz an On-Demand-Fahrzeugen, Fahrradverleihfahrzeuge, flexible Busse, die mit ihr im Team arbeiten. Ein intelligent vernetztes Nahverkehrssystem also, das die Millionen Fahrgäste nicht einfach nur von A nach B transportiert, sondern dies auch pünktlich und zuverlässig tut. Und das sind genau seine Themen. Pünktlich und zuverlässig ist er wieder bei uns. Jens Wiesecke vom Fahrgastverband. Wie schön, dass Sie da sind. Also zum 100. der S-Bahn mal eine kleine Bestandsaufnahme. Auf Ihren Gleisen kann nur sie fahren sozusagen und das auch noch einigermaßen langsam. Also ein E-Bike-Fahrer lacht sich im Grunde über das Tempo tot. Kann sie so überhaupt mit dieser Stadt mithalten, die ja doch immer recht schnell ist? Die ist deshalb, Obert, toll, weil sie einfach ihr eigenes Gleisnetz hat. In Frankfurt am Main und Stuttgart, da muss sie sich die Gleise teilen mit den ICEs und Regionalexpresszügen. Und das führt dazu, dass in Frankfurt am Main und auch in Stuttgart die S-Bahn nicht wirklich verlässlich ist. Ich sehe das eher als Plus. Ja, sie ist etwas zu langsam, aber das kann man auch als Plus sehen. Langsam, aber sicher könnte man ja sagen. Wobei jetzt zum 100. muss man konstatieren, sie hatte besonders viele Verspätungen zuletzt, kam besonders oft auch gar nicht. Woran liegt das eigentlich? Das sind es die Probleme, die der Bahnkonzern allgemein hat. Die haben wir ja auch in Berlin an der Schiene. Das sind aber auch sicherlich der berühmte Kühlschrank, der in Hermannstraße auf die Gleise fliegt. Auch das ist ein Problem, muss man klipp und klar sagen.
Der S-Bahn-Chef Herr Buchner weiß ziemlich genau, welche Stellschrauben er hat. Ich denke, er wird da was machen. Aber ein Beispiel, es gibt doch diesen Herrn Henning, der die neue Buslinie erfunden hat. Der würde gern die S85 benutzen, der wohnt oben in Frohnau. Der sagt, nee, auf die S85 verlässt er sich nicht. Jetzt haben wir auch zu Ausbau und Schnellfahrnetzen und so Sachen gehört. Also der Rausbau ist ja das eine, also sozusagen mehr in die Randgebiete zu bauen. Und jetzt haben wir aber gehört, die Planer, die setzen eher auf zweigleisige Systeme, schnellere Taktung. Ist das der richtige Weg? Also man kann auf jeden Fall gucken, dass man in Berlin was auch aus den Regionalverkehrsstrecken macht. Nur sind die zum Teil aber auch schon sehr stark ausgelastet. Da muss man ziemlich genau gucken, was es da noch für Möglichkeiten gibt. Ausgeschlossen ist das nicht. Ich bin da selber an so einer Idee mit zwei verkehrspolitischen Freunden dran, da was mal zu entwickeln und diesen Herbst noch vorzustellen. Kleiner privater Spoiler oder Werbeblock. Also da ist sicherlich was möglich und da darf man auch in die Zukunft schauen. Und jetzt wurde auch noch gerade gesagt, okay, wir setzen mittlerweile gar keine Zeitmarken mehr. Ist das beruhigend oder beunruhigend realistisch? Na, das ist einfach die Realität. Es dauert doch also wesentlich länger. Also die Siemensbahn wurde innerhalb von wenigen Jahren wieder aufgebaut, ist erwähnt worden. Und wir brauchen dafür jetzt ein Jahrzehnt für die wieder in Betriebnahme einer Strecke. Das ist die Realität. Mhm. Und deshalb, so schnell geht das leider nicht. Und wäre das autonome Fahren eine Möglichkeit, um die S-Bahn dann doch ein bisschen zu beschleunigen, weil zum Beispiel Fahrer fehlen oder so? Ist das so die Zukunft? Also Fahrer hat die Berliner S-Bahn ganz genug. Das ist erstmal nicht das Problem. Und sicherlich wird man trotzdem in 100 Jahren automatisch fahren. Wo ich ganz große Bauchschmerzen habe, das sind die Leute in den Stellwerken. Die fehlen uns. Und da sehe ich Ende des Jahrzehnts sehr große Probleme auf uns zukommen. Also S-Bahn-Fahrer, ein Beruf mit Zukunft. Tatsächlich. Definitiv. Wie wir hören von Jens Wiesecke, dem Leiter des Berliner Fahrgastverbands. Wie schön, dass Sie bei uns waren. Danke, Frau Lepke.